Verdammt, diese Fackel geht aus! Wir müssen den Weg aufschieben. Warte, da oben. Los, los! Hilf mir mal! Wo springst du hin? Ach, da. Sie sind überall! Raus hier! Komm, wir müssen los! Alter Mann! Nee, komm schon! Oh Mann, sie kommen durch die Decke! Wir rennen ja! Mann, sind die Viecher schnell! Alter, was haben das für Spinnen, Alter? Arachnophobie darf man doch keine haben. Oder Arachnophie. Heißt ja. Arachnophobie hat jetzt einen Film. Der ist eigentlich sogar ganz okay. Mach sie weg! Mach sie weg! Okay, alles klar. Und ja, bei mir? Dreh dich um. Alles klar. Bist du okay? Ja, glaub schon. Okay, nicht wieder reingehen. Ich denke, es ist eine gute Idee. Was willst du da drin? Ja, wo gehen wir hin? Da gehen wir nicht lang. Egal, wohin wir gehen, versprich mir, dass da keine verdammten Spinnen sind. Okay, wir müssen hier raus. Oh nein! Keine Folge ohne Sterben. Okay, wir müssen hier raus. Mist, das wird nichts. Da geht's raus. Da unten. Oh, toll. Ich suche mal einen Weg rüber. Warum immer hier? Vorsicht! Ich hab's! Ja, darüber. Geschmiert. Ja, super, ich helfe da alles wieder jetzt raus. Jetzt müssen wir runter. Hey, warte. Los, Kanister ausschütten. Vollständig. Was machen die da? Wir wollen uns anzünden. Fackelt hier alles ab. Oh nein. Sunny, wir müssen hier raus. Gut!
Erwarte, Sally! Ja, und jetzt? Wo soll ich denn hin, oder? Sally, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Darunter nicht, das ist nämlich tot. Ah, hier geht's. Hier lang! Oh, da ist der Spannende, oder? Los! Wir müssen hier unbedingt raus. Gute Idee! Alles klar! Alles super! Ja, klar, kann ich wieder gehen hier. Vorsichtig. Komm. Los, raus hier. Oh, Mist. Was macht ihr eigentlich, Leute? Ja, eine linke, eine rechte. Oh, ja, genau, ja, ist da niemand, Alter. Auf zum Atmen! Runter hier! Ihr Beine! Oh nein!
Flix, das ist wieder Arbeit da. Nimm die scheiß Schuster jetzt ab. Da ist die Tür! Was? Das könnte natürlich gut ausgehen. Los! Los! Shit! Mist! Sally, ich sitz fest! Komm schon! Die zwei! Runter! Shit! Danke, Teufel! Ja, da. Bist du des Wahnsinns? Schon, Sally, du schaffst das. Alter, weiter! Warte mal, ich schaff's. Na los, Dave! Komm raus hier! Die Folge dauert jetzt schon überlang, aber ja. Dachte noch mal schön. Wo? Oh. Nein, hier. Schon. Los, Sally! Los! Schnell raus hier! Oh mein Gott! Der verdammte Turm bricht zusammen! Ich bin natürlich wieder abgestürzt. Oh mein Gott! Obwohl das ein Zeit folgen. Ah, vai.
fest. Oh Mann, das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Hier. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung habe. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Hat nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich bin dafür zu alt reden kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Das kannst du mir glauben. Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Carter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind. Oh, Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt, ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sally. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht? Hm. Juhu, wir sind in Syrien. Und ja, das war's jetzt auch, Leute, mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Es geht weiter dann nächste Woche mit Die Zitadelle. Ich bin echt gespannt. Ich finde die Story so genial. Also ich habe echt fast alles vergessen, was das nochmal durchspielen wahrscheinlich noch viel schöner macht. Das wäre für mich wie das erste Mal fast. Wie das erste Mal, wow. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis nächste Woche. Bye, bye. Euer Gizmo.